überlegt, was könnten wir dir schenken. Es sollte unterhaltsam sein, witzig, aber auch ein bisschen was zum Denken. Benni? Eine große hellblaue Torte oder lilane Socken. Oder womit könnten wir die sonst noch shoppen? Und Minz und Maus, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Oh Jesus. Sie drohen mit den Pfoten. Die Ingrid hat's verboten. Ja. Dann fliegt uns wie Schuppen vor den Augen. Man möchte es manchmal gar nicht sagen. Aufs Naheliegendste kommt man auf die Karte. Jetzt haben wir eine super Idee. Auf geht's zum Kauf. Oh. Natürlich gab es im Vorfeld viel zu bedenken. Wir wollten dir ja nicht irgendeinen Schmarrn schenken. Ich kenne sie, ja. Sogar mit deinem Chef haben wir schon abgeklärt. Er ist bereit, dass er euch ab und zu Asyl gewährt. Und Minz und Maus, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Die drohen mit den Pfoten, die Ingrid hat's verboten. Das wäre doch ganz nett, wenn die Ingrid spaziert mit Lisa im Duett am Forchensee entlang, bis die Füße ganz wund, gut, die zwei nebeneinander und an der Leine und ein klar, es muss ein besonderer sein. Die Ingrid, die lässt doch keinen dahergelaufenen rein. Genau. Wir machen da noch ganz schnell einen Pfoten. Ein ganz süßen Hund, der wiegt so ungefähr 1,5 Pfund. Also. Karin, ich bin gleich auf der Leine. Das wollte ich irgendwann mal im Notfall sein. Ja, wir sind selbstverständlich bereit, jeden Morgen bei auszuhelfen in der Übergangszeit. Über jeden Morgen. Und Liz und Mounts, die Katzen. Die drohen mit dem Boden. Die Ingel hat verboten. Er fällt nicht und ist auch sehr willig. Steuerfrei im Unterhalt sehr billig. Bei gesundheitlichen Fragen und Problemen wird sich die Katrin euer annehmen. Katrin ist gut. Katrin ist gut. Ich glaub's, ich weiß. Wir hoffen, das Kerlchen macht dir viel Freude. Wenn nicht für immer, dann wenigstens heute. Oh ja. Sollte dir aber nicht gut genug sein, dann bring ihn halt zum Tierschutzverein. Okay. Und Minz und Maus, die Katzen. Die Katzen. Die Drohne mit den Pfoten. Die Ingrid hat verboten. Hoffentlich ist das Viecherl noch nicht erstickt, bevor es sein neues Haus erfüllt. Weil es gar so still im Kisterl jetzt drin bleibt. Oh, nee, oh, uns nee. Aber jetzt nicht mehr bleibt. Tatsächlich. Nee. Ich hoffe, das ist nicht mehr. Der große Hund muss weg. Ich mach die Leine dran. Nein, darauf, liebe Ingrid, wollen wir die Gläser erheben. Jetzt lassen wir erstmal den Futter raus. Ich hoffe nicht. Ich mache erstmal Brust. Ja. Meine Lieblingsfrüh ist halt ein obersuper Gerber. Man weiß ja nie bei euch. Man weiß es nie. Ja. No. Ja. Aber Ingrid, wenn wir dein Gesicht so sehen, ja, findest du mit der Idee mit dem Hund noch nicht so ganz schön? Ja. Okay, dann tauschen wir ihn halt jetzt gleich aus und machen stattdessen
einen Schweinehund drauf. Ja, super. Jetzt musst du die leider selber entscheiden. Kaufst dir einen Hund, der mit dir geht, oder doch lieber Brille, die dir steht. Geh!